Herzlich willkommen auf Momodikojita. Ich bin euer Laser und heute eine neue Action Cam. Und zwar dieses Paket von Amazon erreicht. Und da befindet sich eine neue Action Cam drin, die wir uns mal angucken werden. Ich habe euch ja vor kurzem, schon ein bisschen länger her, die 10 Euro Action Cam oder was die gekostet hat, gezeigt. Mit Fernbedienung. Die werden wir auch noch testen. Aber heute geht es um die neue Action Cam und die ist hier drin von iConnectex. Ja, hier ist das gute Stück drin. Die werden wir uns mal angucken. Das Ganze kommt ja in einem sehr hochwertigen Aussehen hier an. Ähnelt ein bisschen an GoPro, aber mittlerweile macht das ja fast jeder Hersteller so. Versiegelt auf beiden Seiten. Unten ist ein Karton, auch versiegelt. Und was haben wir hier? Wir haben hier, wie gesagt, eine neue Actioncam von iConnectex. 4K, 2,4 GHz, Wi-Fi, Ultra HD. Und da sind wir mal gespannt. Das ist, wie gesagt, die 4K-Edition. Das Ganze kostet so um die 79,99 €. Und ich dachte mir, hey, warum nicht? Gucke ich mir mal an. Und da wir immer verschiedene Actioncams bei mir auf dem Kanal hatten und ich wirklich schon echt viele Actioncams hinter mir habe, ich habe wirklich so viele Actioncams schon hinter mir, dass ich wirklich schon richtig gut beurteilen kann, was brauchbar ist und was nicht. Und ich muss sagen, bei dem Modell werden wir erstaunt sein. Und zwar für 80 Euro kriegen wir hier was richtig Cooles. Kann ich euch jetzt schon verraten. Wir lösen einmal hier die Aufkleber. Dann können wir das hier rausziehen. Dann können wir den Deckel hier öffnen. Okay. Und das ist hier, den Fuß hier, den kann man auch noch benutzen. Als, das habe ich auch bei der GoPro gemacht. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier rankommen. Ah, okay. Den Fuß hier kann man auch noch benutzen. Und zwar kann man hier nämlich die Action Cam runterholen. Und dann habt ihr nämlich hier einen Fuß, den ihr überall hinstellen könnt als Standstativ. Das würde ich sogar benutzen, das Ganze hier. Das ist nämlich hier nur festgeklebt. So, dann haben wir hier einmal die Action Cam. Wir gucken uns einmal kurz die Action Cam an. Die Halter, glänzendes Plastik, machen einen okay Eindruck. Ja, man zieht sie fest und es hält auf jeden Fall. Die Linse, schön groß. Hier, Schutzfolie drauf. Ich ziehe die mal ab. Große Linse. Ah, wir sehen, innen drin ist auch noch eine Folie. Okay. Das Gehäuse macht ein guten Eindruck. Hier sind überall Schutzfolien drauf. Die ziehen wir mal ab. Die Kamera zur Seite. Wir gucken uns mal kurz das Gehäuse an. Ja, sieht aus wie jedes normale wasserdichte Gehäuse. Aber ich gucke hier immer mal wegen den Dichtungen. Und das sieht hier eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Also die Dichtung schließt hier rumherum ab. Die Halterung hier können wir, ist typisch bei allen günstigen oder normalen Action Cams. Aber das Gummi schließt hier wirklich sauber ab. Es wird nicht gequetscht. Dann haben wir die Action Cam. Hier auf der Linse ist auch eine Schutzfolie drauf. Das Design ist ganz typisch. Wir kennen es. Oh, hier ist auch noch eine Schutzfolie drauf. Die Schutzfolie hinten lasse ich mal drauf. Kann ja nicht schaden. Remote Action Cam, die normalen Tasten, die wir kennen. Hier kommt SD-Karte rein, dann haben wir Micro-USB zum Aufladen und hier ein Mini-HDMI zum Fernseher verbinden und. Und hier kommt, wie gesagt, die Micro-SD-Karte rein. Dann haben wir hier Navigationstasten, vorne den Power-Button und oben den Auslöser. Wir haben 1, 2 Statusleuchten, wir haben hier Mikrofon, wir haben hier einen Lautsprecher oder Mikrofon und das war's. Hier unten haben wir das Akkufach. Es ist ein Akku drinne. Und zwar haben wir den Akkutypen 3,7 Volt mit 1350 mAh. Das ist eigentlich schon richtig viel, muss ich sagen. Also echt viel Strom. Aber 4K frisst auch viel, muss ich sagen. So, dann gucken wir uns mal kurz das Zubehör im Schnelldurchgang an. Wir haben einmal Ersatzklebepads, ein Tuch zum Sauerwischen, Kabelbinder. Wir haben eine Drahtschlaufe, damit wir das befestigen können, dass die Kamera uns nicht abhaut. Wir haben
ein Winkelaufsatz. Wir haben ein Skelettergehäuse, was extra die Auskerbung hat. Ich guck gerade mal. Was extra eine Auskerbung hat für die LED. Okay, das finde ich schon mal sehr gut. Die meisten Skeletor-Gehäuse, das ist einfach so stinknormal für alle anderen Kameras. Aber hier wurde extra darauf geachtet, ich zeige euch das mal, dass die LED sichtbar ist. Seht ihr das? Da wurde sogar ausgefräst. Das heißt, hier ein gutes Skeletor-Gehäuse mit Kamerastativgewinde oben und unten. Sehr gut. Dann das Ladekabel und gleichzeitig auch das Verbindungskabel. Denn die Funkfernbedienung, die genauso aussieht wie die günstige, die ich hier habe. Aber es sind zwei komplett verschiedene Funkfernbedienungen. Das Ganze hier läuft nämlich über 2,4 GHz Geschichte. Und deswegen steht das da auch. Und die andere hier, die hat das nämlich nur per Infrarot. Ja, und da ist da nämlich der Infrarotsensor. Und das ist billig. 10 Euro. Bisschen wertvoller. Und funktioniert dafür aber auch besser. Dann haben wir hier einen Fahrradmount. Dann haben wir hier zwei Füße mit Stativgewinde. Dann haben wir einen Kleppverband, der da lose drin ist. Dann haben wir einmal für das Skeletor-Gehäuse hinten den Clip, dass wir das Ganze auch an die Jacke machen können. Also eigentlich fast schon Standardkram. Dann ein Langfuß oder ein Langverbinder. Nochmal Kleppverbinder. Dann einmal den positiven und negativen Aufsatz für Kamerastativgewinde. Dann einen zweiten Akku. Oh, das ist ja stark. Das ist ja stark. Zwei Akkus hier drin. Auch mit 1350 mAh. Das heißt, wir haben zwei Akkus in der Kamera. Zwei. Richtig stark. Dann nochmal umgedrehter, also noch um 90 Grad gedrehter Winkel. Dann noch ein Fuß, ein Langfuß. Wir haben ja hier an der Kamera unten am Gehäuse den kurzen. Hier ist der lange. Und dann noch ein zweites Gehäuse, auch mit einer Schutzfolie drauf, mit Löchern, dass wir A, einen besseren Ton haben und B, dass wir zum Beispiel den Gurt hier durchführen können. Ihr seht, die Breite ist genau gleich und dann kann man das Ganze auch mit dem Gurt irgendwo befestigen und hat trotzdem ein Staub- und Spritzwassergeschütztes Gehäuse am Start. Ist auch mit dabei und ganz unten auf dem Boden, ich krieg's nicht raus, die Anleitung, die Manual. HDMI, 4K, bis 30 Meter wasserdicht. Der Speaker ist auf der Seite hier, das hatte ich doch richtig gesehen. Screen, wo ist denn das Mikrofon? Das Mikrofon ist doch hier oben. Okay, da müssen wir aufpassen, dass wir hier mit der Hand nicht drauf sind, sonst haben wir einen schlechten Ton. Batterie, alles erklärt, was alles dabei ist, wie die Verwendungsmöglichkeiten sind, finde ich echt gut gemacht. Also wird hier alles gezeigt, sehr gut. Das heißt, derjenige hat auch gleich eine kreative Ader. Hier, wie es beim Helm befestigt wird. Hier, wie es beim Fahrrad befestigt wird. Und wie man hier am seitlich das am Helm befestigen kann. Also das finde ich schon mal ganz gut gemacht. Gut gezeigt. Dann haben wir hier die Daten. Wir können MicroSD-Card bis 32 GB. Kann die Kamera mehr? Ich guck mal kurz. Steht nicht hier. Hier steht nur 16 GB und 32 GB. Und dann ist das eine Liste für die jeweiligen Moodys. Das heißt, wenn wir in 1080p mit 30 FPS filmen, haben wir bei der 32 GB Version 240 Minuten Aufnahmezeit, bei einer 16 GB nur 120, das heißt, es halbiert sich. Bei 180p mit 60 FPS haben wir 120 Minuten, auf 16 GB nur 60 Minuten, auf 4K oder 2,7K. Da ist die Frage, 2,7K ist mit 30 FPS und 4K mit 25 FPS. Die 4K, also ich habe schon viele Actioncams gehabt mit 4K, die hatten aber keine 1080p mit 60 FPS, das heißt, hier könnte echt was Gutes drin sein. Das müssen wir mal gucken, sind 60 Minuten Aufnahmezeit und bei 16 GB nur 30. Da bin ich echt mal gestanden. Wir haben einen 12-Megapixel-Sensor drin, den wir runterskalieren können auf 8, 5 und 4. Wir können verschiedene Timelapse-Minuten einstellen, automatisch an und aus. Wir können die Megahertz-Zahl einstellen, 50, 60 oder Automatik. Sprachen, alle Sprachen, die es gibt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das Menü sieht vielversprechend aus. Das gucken wir uns auch gleich nochmal kurz schnell an. Ja, das schaut doch alles gut aus. Und hier hinten haben wir bestimmt die App. Die werde ich mir auch gleich nochmal runterladen. Dann schalten wir mal kurz ein und dann gehen wir auch gleich raus mit ihr und testen die. Ah, okay. Keine Karte.
Nicht schlimm. Ich habe hier eine. Immer die Kamera ausschalten, dann die Kamera, dann die Karte reinstecken. Ich habe jetzt hier eine SanDisk 32 GB Ultra mit Class 10. Also einer der schnellsten MicroSD-Karten, die man so für Action-Cams nehmen kann. Gibt es mittlerweile für ein Abel und ein Ei, kostet nichts mehr. Die Kamera hat die Karte auch aktiviert. Hier oben steht, wir haben jetzt 1080p 60 FPS. Hier oben steht die Aufnahmezeit, wir haben 2 Stunden und 54 oder 55 Minuten. Das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Also, das sieht wirklich... Das Bild ist natürlich nicht blickstabil. Wenn wir zur Seite gucken, ist das... Ja gut, zu der Seite ist gut, zu der Seite schlecht. Ja, ansonsten... Ganz normaler TFT-Monitor. Gehen wir mal ins Menü rein. Hier Fotos. Hier können wir uns alles angucken. Oder das ist hier die Timelapse-Funktion. Hier ist die Timelapse-Funktion. Hier sind wir jetzt im Menü. Ich drücke nochmal. Ah, okay, dann geht das so einmal rum. Okay. Menü. Oben mit Bestätigen. Also mit oben gehen wir rein. Dann haben wir jetzt hier die Settings. Wir haben alle schon auf Deutsch. Das kommt, da ich das schon mir angeguckt habe. Und vorab mal reingeguckt habe. Wir haben hier Videoauflösung. Da können wir mal kurz reingehen, weil das immer interessant ist. Wir haben hier jetzt 1080p mit 60 FPS. Dann können wir halt runter. Wir können sogar mit 720p mit 120 FPS. Geil für Zeitlupe-Aufnahmen. Was jetzt hier den Anschein machen könnte, dass wir hier Touch haben. Haben wir aber nicht. Zumindest funktioniert das bei mir nicht. Ne? Also hier ist kein Touch. Es wird auch nicht beworben mit Touch. Aber es könnte den Anschein machen. Das heißt, wir könnten hier ein Menü drin haben und auch die Kamera selber könnte eine abgespeckte Version von einer etwas teureren sein, wo es mit Touch funktioniert, weil das Menü darauf aufschließen lässt. Ja, wir haben auf jeden Fall hier 1080p, dann haben wir hier 2,7 und 4K. Wir werden versuchen, alles zu testen. Ich lasse erstmal 1080p mit 60 FPS, weil was anderes mache ich sowieso nicht. Videoschleife, Datumstand, Belichtung, Foto, Resolution, Serienbilder, Foto, Intervall, Zeitraffer. Ich muss immer so ein bisschen so, ne, Netzsequenz, Sprache, Datum, Uhrzeit, Töne habe ich ausgeschaltet. Wir können das Ganze drehen, das heißt, wenn wir über den Kopf drehen, können wir das hier auch einstellen. Automatisch LCD habe ich eingestellt, Stromspann habe ich auch eingestellt. Formatieren, wir formatieren meine Karte, wobei ich sie auf dem PC schon formatiert habe, empfehle ich euch immer, die Karte zu formatieren, weil dann ist die Karte wirklich für die Kamera perfekt formatiert und ihr dürftet eigentlich gar keine Probleme haben. So, wir sind fertig, wir haben alles eingestellt, wir gehen hier raus aus dem Menü. Das geht, indem wir auf den Knopf hier vorne drücken. Und jetzt testen wir mal die Fernbedienung. Und zwar drücke ich einmal, ich mache mal hier, macht sofort ein Bild. Ich habe, wie gesagt, den Ton ausgemacht. Hat sofort ein Bild gemacht, ohne Verzögerung. Ich drücke die Videotaste und sie nimmt sofort instant auf. Richtig stark. Ich drücke wieder drauf und beendet sofort. Ich habe das schon mit der günstigen Version mal getestet. Die haben miteinander nichts zu tun. Und bei der günstigen gibt es eine Verzögerung wie Sau. Hier überhaupt nicht. Man merkt sofort, dass diese Fernbedienung viel besser mit der Kamera zusammenarbeitet. Jetzt halte ich die Fernbedienung mal hinter meinen Rücken und ich drücke mal die Fototaste und zwar jetzt. Und ihr seht, das Foto wurde geschossen. Ich drücke jetzt die Videotaste und zwar jetzt. Und es wird das Video gestartet. Also, das funktioniert richtig gut. Und da bin ich mal gespannt. Wir werden die Reichweite testen der Fernbedienung. Und auch die Qualität. Und bevor wir jetzt hier weiter lange rumsammeln, gehen wir jetzt einfach mal raus und testen die Action Cam. Viel Spaß. Ja, jetzt testen wir gerade die Action Cam im Wald. Ich gehe hier mal eine kleine Strecke längs. Und ihr könnt euch ja mal von der Qualität überzeugen. Und das Ganze ist hier mit schöner Sonne, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Gehen wir mal an die Büsche ran, gucken uns mal die Qualität an. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von der Qualität haltet bis jetzt. Wenn ihr euch wundert, ich bin hier gerade zu Fuß unterwegs, aber das Ganze zeige ich euch gleich. Ich habe hier leider
zur Hilfe ein Gimbal in der Hand. Das ganze Live-Bild sehe ich mit der App. Also die App funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Und die Kamera ist, wie gesagt, auf einen Gimbal. Da ich sie, wenn ich sie in der Hand halte, die Aufnahmen so dermaßen verruckelt sind. Also das ist echt schlimm. Hinten auf dem Monitor wird das gar nicht so, ja, wird gar nicht so wiedergegeben. Aber die Aufnahmen sind wirklich verruckelt. Und das versuche ich nachher mal ohne Gimbal zu zeigen. Aber jetzt erstmal ein paar schöne Aufnahmen. Ihr sollt euch ja von der Kamera überzeugen. Und ja, wir gehen mal hier rein. Ich muss sagen, ich finde die Qualität echt gut. Für 80 Euro. Echt wirklich super. Jetzt mache ich mal kurz einen Porträtmodus. Ob das geht. Jo, das geht. Ich bin mit einem Roller hier, deswegen sind meine Haare so völlig durcheinander. Aber ja, das geht ganz gut. Wie gesagt, mit einem Gimbal. Ich könnte das gerade nicht sehen, oder? Nee, könnt ihr nicht sehen. Ich habe hier, wie gesagt, einen Gimbal. Und das funktioniert echt gut. Ja, ich sehe mich hier auf dem Handy. Ja, nicht schlecht. So, dann drehe ich euch mal wieder um. Ja, das funktioniert alles sehr gut. Jetzt gucken wir uns mal die Qualität an. Hier habe ich auch eine 4K-Aufnahme schon gedreht. Also ich war hier vorhin schon mal und habe mit der Hand gefilmt. Und ich muss sagen, mit der Hand war mir das echt, das war nicht gut. Also mit der Hand aufgenommen, gefiel mir überhaupt nicht. Und dann dachte ich muss noch mal her mit dem Gimbal. Weil da wird euch schlecht, wenn ihr das seht. Ja, wir gucken uns jetzt mal so ein bisschen die Quali an. Ja, und dann könnt ihr ja mal selber sagen, was ihr von der Qualität haltet. Also das ist jetzt 1080p mit 60 FPS und sollte eigentlich ziemlich ruckelfrei und fließend auch rüberkommen. Ich drehe mich mal ein bisschen schneller. Das funktioniert ganz gut. Jetzt einmal so rumgedreht. Ja, jetzt drehe ich mich nur im Kreis und halte den Gimbal fest. Ja. Wow. Ja, ich finde die Kamera gar nicht schlecht für den Preis. Jetzt lasse ich mal hinten den Knopf los. Und weg seid ihr. Ich finde, für den Preis von 80 Euro macht die Kamera auf 1080p 60 FPS echt gute Bilder. Und auch der Ton ist super. Jetzt spiele ich euch mal kurz 4K ein. Ja, jetzt habt ihr gerade mal 4K gesehen. Ist nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, was heißt nicht so gut? Das Bild ist zwar da. Ich kann es, glaube ich, auch, ich bin mir nicht sicher, ich habe es nämlich noch nicht getestet, auch mit meinem Programm bearbeiten. Aber das werdet ihr dann sehen. Wenn ihr jetzt hier kein 4K-Material gesehen habt, dann funktioniert das nicht. Das heißt, das ist auch gleich ein Test. Ah, 4K funktioniert oder 4K funktioniert nicht. Ja, jetzt gehen wir mal in den Himmel. Das ist mir nämlich wichtig, dass ihr den Himmel seht. Und zwar gucke ich mal nach oben. Jetzt seht ihr den Himmel und jetzt gehe ich mal wieder runter. Und dann könnt ihr hier oben am Himmel, ungefähr da, seht ihr jetzt, dass die Kamera den Weißabgleich hinkriegt, aber mit einer leichten Verzögerung. Aber sie kriegt es ganz gut hin, muss ich sagen. Also der Weißabgleich kommt hier ganz gut nach und dann ja, wird der Himmel auch wirklich gut abgefilmt. Also echt super. Das ist eher selten der Fall. Ja, und wenn wir jetzt wieder runtergehen, dann seht ihr, kommt da so ein leichter Schleier. Und schon ist es, ihr seht das hier, wenn ich so halte, jetzt seht ihr hier oben, dass das ja weiß nur noch angezeigt wird. Und wenn ich ein Stück weiter nach oben gehe, dann seht ihr, geht der Schleier weg und der Himmel wird gezeigt. Ja, da kann sich ja selber jemand was bilden bei. Wie gesagt, wir sprechen hier über 80 Euro und nicht über GoPro-Niveau oder Co. Daher finde ich das eigentlich ganz gut hier, also die Quali. Der Ton hört sich auch nicht schlecht an, also ist brauchbar. Ich habe aber ein leichtes Kratzen, glaube ich, zwischendurch mal wahrgenommen. Und ein, ja, ich weiß nicht, störendes Geräusch, so ein Klackern. Kann auch sein, dass es von der Handführung kam. Ich werde die Kamera auch gleich nochmal mit der Hand führen. Oder habt ihr vielleicht schon in den 4K-Aufnahmen gesehen? Wenn ihr die Kamera mit der Hand führt, werden die Aufnahmen echt nicht schön. Aber mit einem Gimbal jetzt zum Beispiel, wie ich jetzt gerade. Oder wenn ihr das Ganze an einem Kopter machen wollt, da ist ja meistens auch ein Gimbal dran.
dann kann ich mir das schon richtig geil vorstellen. Ja, ich schalte mal kurz den Gimbal aus und dann führe ich mal mit der Hand und dann seht ihr mal kurz die Handführung. Jetzt führe ich mit der Hand ohne Gimbal, das heißt der Gimbal, oh, der ist deaktiviert und baumelt hier nur rum. Ja, so führt man oder filme ich mit der Hand. Und ihr merkt, sobald ich gehe, also sobald ich stehen bleibe und mich bewege, alles wunderschön. Heute auch perfekt Sonnenstrahlen. Also wäre echt super geil Wetter für Film, also zum Action-Cam-Film. Und jetzt bewege ich mich mal und jetzt guckt mal, achtet mal auf das Bild. Das ist für mich nicht brauchbar. Aber das kriegen kaum Action-Cams richtig hin. Also da muss ich bei der hier sagen, ist das gar nicht so schlimm. Ich mache mal jetzt den Gimbal wieder an, sonst ertrage ich das nicht. Und da haben wir den Gimbal wieder. Ja, und mit dem Gimbal sollte das hier wieder richtig gut laufen. Ja, den Gimbal habe ich genommen aus dem Grund, weil ihr sehen sollt, ob ihr die als Flugkamera nehmen kann. Ich habe momentan keinen Copter, woran ich sie binden könnte mit Gimbal. Daher mache ich das so. Und 80 Euro für eine günstige Copter-Kamera, warum nicht? Ja, wollte ich euch mal schön zeigen. Sie ist günstiger als alle anderen Action, also als alle anderen China-Action-Cams mit 80 Euro. SJ ist zwar ein bisschen teurer, aber wie gesagt, SJ, da kriegt ihr auch Top-Qualität. Wenn wir hier über SJ 5000 reden und aufwärts, alles was drunter ist, ist der letzte Müll, ist einfach so. Ja, wir haben hier in der Kamera Wi-Fi, wie gesagt, mit Handyübertragung. Wir können am Handy alles einstellen, die App funktioniert gut. Die Kamera verbindet sich mit dem Handy über WLAN. Das heißt, ihr habt hier eine WLAN-Verbindung und dann könnt ihr die App starten und dann geht das. Ich glaube, ihr könnt sogar jede App, die es so gibt für Action-Cams benutzen. Da müsst ihr noch nicht mal die vom Hersteller nehmen. Ja, und jetzt guckt euch mal die Quali an. Guckt euch das echt mal an und sagt mir eure Meinung. Würde mich echt mal interessieren, was ihr davon haltet für den Preis. Also ich muss sagen, die Aufnahmen, die ich gesehen habe, gut. Jetzt kommt was. Jetzt zeige ich euch eine Autoszene. Wir gehen zurück. Ich zeige euch jetzt eine Autoszene. Und da werdet ihr merken, dass wenn ich fahre mit dem Auto, dass das zu sehr vibriert. Also wie ich versuche das mal zu imitieren. Es vibriert so. Schwer zu sagen. Guckt euch mal die Szene mal an. Und ja, wenn ihr merkt, dass das so immer leicht vibrieren tut, da, dann kommt das durch das Auto, weil die Kamera direkt mit dem Wagen verbunden ist. Ja, ne? Aber das blende ich mal kurz ein. Wir testen heute die Kamera. Sonniges Wetter draußen als Dashcam-Funktion. Und ich bin echt mal gespannt, wie der Ton ist. Die ganze Kamera ist im Skeletor-Gehäuse und ja, wir schauen mal, was die Kamera so leistet und dann sehen wir uns gleich draußen mit ihr. So, hier jetzt mal ganz wichtig für die Kamera, ich weiß ja nicht, wie gut der Ton ist. Hier ist ganz wichtig, mal das Schattenspiel zwischen Sonne und Schatten festzustellen. Schlechte Kameras haben da echt immer ein Problem. Und ich bin echt mal gespannt hier bei der, wie die das macht. Ja. Ja, da habt ihr jetzt mal die Autoszene gesehen. Ich muss sagen, als Dashcam, ja, wenn man sie vielleicht an die Scheibe macht, es fehlt ein Gummipuffer dazwischen. Das wäre ja bei dem Scheibenteil dabei. Da würde sie vielleicht nicht arg so ruckeln. Das überlasse ich euch. Ihr seht ja, wenn ich mit dem Auto parke, dann ist das weg. Ja, ich gehe mal zu meinem Roller. Und dann ist hier Ende im Gelände, liebe Leute.
Das war der Test mit der Kamera. Wir werden gleich noch einen anderen Test machen und dann bis gleich. Ja, ihr habt gerade einen schwarzen Bildschirm. Ich teste nämlich gerade hier die Funkfernbedienung. Und man kann nicht gleichzeitig die Live-Bildübertragung machen und die Fernbedienung. Es geht nur eins von beiden. Und daher habe ich den Ton hier jetzt übers Handy und mache hier gerade Bilder. Und sollte die Fernbedienung funktionieren, blende ich die Bilder jetzt gerade hier ein, wie ich hier stehe, mit dem Handy. Hiermit beende ich jetzt das Testvideo. Ich bin fertig. Haben die jetzt getestet im Wald mit Sonnenstrahlen, an allem möglichen Kramskram. Und ich überlasse euch jetzt mal die Entscheidung. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. Für 80 Euro. Bevor es endet, habe ich jetzt noch einen Reduzierungsgutschein. Das heißt, ihr könnt die Kamera günstiger bekommen mit dem Code, der unten in der Videobeschreibung ist. Und wenn euch die Kamera gefällt, mit dem, was ich hier gemacht habe, dann schlagt zu. Und wenn nicht, dann nicht. Vielleicht verlose ich diese Kamera ja auch unter euch. Mal gucken. Ja. Weil ich habe echt viele Actioncams und da kann ich immer auch ein paar von abgeben. Gut, aber für den Test sage ich jetzt Tschüss und danke, dass ihr reingeschaut habt. Euer Laser. Bye, bye. Ja, das war's. Ja, schön, dass ich noch das Handy anhab und ihr mich immer noch hören könnt. Und ihr euch jetzt so denkt, aha, okay. Also ich kann euch ja mal kurz sagen, die Kamera ist zwar aus und jetzt habt ihr auch einen schwarzen Bildschirm. Und so ist das, ne? Aber ich kann euch jetzt schon sagen, die Kamera ist, also mir gefällt sie wirklich sehr gut für das Geld. Ist sie wirklich okay. Was ich aber merke ist, sie wird ziemlich warm. Aber hallo, ey. Gut, ich habe viele Actioncams, die warm werden. Auch die GoPro wird warm. Aber die wird echt krass warm, muss ich sagen. Ja, ich packe jetzt gerade wieder ein. Was ist mir noch aufgefallen? Bewegung kann die Kamera überhaupt nicht ab. Also wenn ihr sie in der Hand trägt und sie bewegt, finde ich die Aufnahmen nicht gut. Mit dem Gimbal und so. Deswegen habe ich das jetzt nachgedreht. Hoffe ich, dass sie brauchbar sind, die Aufnahmen. Weil wie gesagt, Freihand ging gar nicht. Wir werden noch einen Wasserkeilstest machen. Also ich werde noch mehrere Tests machen mit ihr. Das war für euch jetzt nur ein Ich-schnüffel-mal-rein-Test, dass ihr angucken könnt, was kann die Kamera für den ersten Moment. Und wenn die Kamera so gute Aufnahmen macht, dann wird sie auch unter Wasser richtig geile Aufnahmen machen. Das ist meistens so. Ich habe momentan echt keine Zeit. Deswegen hier der kurze Test, wo ich aber alles Denkliche getestet habe, was wichtig ist für eine gute Aufnahme, wie ich finde. Ja, ansonsten, wie gesagt, aufgefallen, sie wird extrem warm. In der Hand frei tragbar. Ultra schlechte Aufnahmen. Und der Ton hat so ein komisches Klacken oder Sippen. Vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. Könnt ihr ja sehen, ne? Aber das sind so die Punkte, die mir bis jetzt aufgefallen sind. Ja, wie gesagt, Code unten in der Videobeschreibung, dann kriegt ihr sie günstiger, wenn einer sie kaufen will. Der Link zur Kamera ist da auch und ja, dann beende ich den Test hier. Tschüss.